In diesem Video schauen wir uns an, wie wir das Fritz Smart Gateway in den Werkszustand zurücksetzen. Gibt es zum Beispiel Probleme beim Koppeln oder möchte ich das Gerät verkaufen, ist der Werkszustand immer eine gute Idee. Es werden einfach alle gespeicherten Daten werden einfach gelöscht und das Gerät kann neu gekoppelt werden. Und der Vorteil ist, dass wenn ich zum Beispiel meine Fritzbox als Master habe, was bei dem Smart Gateway immer der Fall ist, gehen die meisten Einstellungen gar nicht verloren, sondern beim neuen Koppeln werden die dann wieder übertragen. Natürlich, wenn jetzt jemand anderes, der das Gerät gekauft hat, das Ding in Betrieb nimmt, dann kann natürlich nur von seiner Fritzbox das Zeug synchronisiert werden und nicht von der eigenen. Also beim Verkaufen oder Neukoppeln ist der Werkszustand immer eine gute Idee. Los geht's nach dem Intro. So, was muss ich als erstes machen? Bevor der Werkszustand aktiviert werden kann, muss ich als erstes mal Strom geben. Den Stromstecker habe ich hier und hier unten ist ja der Stecker. Und ich stecke es einmal ein und jetzt müssen wir warten, je nachdem, ob der vorher gekoppelt war oder nicht, müssen wir jetzt halt warten, bis die Connect-LED durchgängig leuchtet oder orange blinkt. Und die Connect-LED, die ist jetzt hier nicht beschriftet, aber das ist hier unten die. So, in meinem Fall fehlt das LAN-Kabel, also das Ding kann jetzt keine Verbindung zur Fritzbox herstellen und jetzt hat die angefangen orange zu blinken. Das ist also jetzt genau der Zustand, den wir wollen. Also entweder durchgängig, weil sie zum Beispiel per WLAN gekoppelt ist oder halt orange blinkt und das haben wir jetzt geschafft. Jetzt müssen wir diesen Knopf hier für 15 Sekunden gedrückt halten. Man hat jetzt gesehen, dass diese Lampe kurzzeitig ausgegangen ist und jetzt haben alle Leuchten einmal geleuchtet. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt hat es sich eben in den Werkszustand zurückgesetzt. Nicht irritieren lassen, während man diese 15 Sekunden hält, passiert dann unten mit der Lampe was, weil der sich in den Kopplungsmodus wahrscheinlich setzt. Also wirklich zählen im Kopf 1, 2, 3 und so weiter, bis die 15 erreicht ist. Und vielleicht noch ein bisschen länger warten, denn man sieht einfach, wenn die kurz aufhört zu leuchten, dann hat man es wohl geschafft. Wenn das nicht geklappt hat, nochmal von vorne anfangen und wirklich sicherstellen, dass die mindestens 15 Sekunden hier gehalten werden. Also jetzt sieht man, dass der einfach neu hochfährt, versucht sich zu verbinden. WLAN wird er jetzt keins finden. Jetzt ist der Werkszustand einmal hergestellt. Das Ding kann jetzt zum Beispiel auf eBay Kleinanzeigen verkauft werden oder die Kopplung kann von vorne passieren. Wenn ihr den Smart Gateway habt, dazu habe ich noch ein paar weitere Videos, schaut gerne mal bei mir auf dem Kanal vorbei oder abonniert gerne diesen Kanal.